Herzlich willkommen wieder bei Generation Zero und wir sind ja hier in der letzten Folge stehen geblieben im Haus. Ja, mit Gegnern vor der Tür. Ich habe mir überlegt, ich schmeiße dir jetzt mal eine Granate ab. Was du nicht lassen kannst. Ist er tot? Nee. Oh, der ist in. Ich glaube, du hast ihn sauer gemacht. Kann das sein? Warum fliegen die Granaten so beschissen? Alter, 5 Leben. Versuch ihn ein bisschen abzulenken. Wie Oh, es das sind zwei. halt. Rechts ist auch noch einer. Ja, habe ich gesehen. Verdammt, hier ist kein Balkon, worüber man rausspringen könnte. Das ist eine Hintertür oder so. Es sind mehr als zwei, es sind glaube ich drei. Hast du noch Granaten? Ja. Ich bin außerhalb vom Haus. Ich auch. Ich bin wieder im Haus, weil mich zwei plötzlich verfolgt haben. Ja, ich versuche von hinten anzugreifen, dass die schneller down sind. Zwei sind tot. Der dritte ist tot. War noch einer? Weiß ich nicht. Ich hatte gerade diese Mistviecher am Backen. Ich glaube, ich habe alle. Ich hab jetzt, wir müssen dir von hinten angreifen. Ja. Die sind super verletzlich von hinten. Hier läuft aber noch irgendwas Großes rum. Ja, links von uns irgendwo. Also hinter mir quasi. In Norden irgendwo. Diese Bunker-Minkenkarte, ey. Das war bei dir, ne? Okay. Hast du was? Ne, ich suche gerade. Hier gibt es ein Männchen, der hat nur Munition und Bandagen dabei. Ein Männchen. Ja, der ist tot. Oh, da drinnen liegt auch einer. Man kann sogar nicht dran, hier drinnen. Was denn? Ich hänge hier fest. Kann ich die wegschubsen? Bist du Warte. raus? Ich Ich war hab hinter ne. dir, warte. Steh wieder auf. Ich kann hinter dich, vielleicht kann ich dich rausschubsen. Okay, warum hängst du hier fest? Ich kann da rein. Ich konnte nicht da rein. Kannst du bitte hier mal gucken? Hier liegt einer Ich drin. bin zu fett. Das wird sein. Kannst du bitte mal kurz hier drinnen gucken? Hier liegt einer drin, der hat eine Kanonenkugel gehabt. Für die Weißt du, was ich Bazooka da. interessant finde? Hier sind Was denn? überall die stärkeren, aber die bereits zerstörten Roboter sind die von der Anfangsregion. Ja, das stimmt. Das sind alles Orangene, ne? Hat der bei dir auch Kanonenkugel? Ja, der hat Munition für meine Pistole.
Okay. Aber keine explosiven Dingsgeschosse da. Ne. Okay. Dann gehe ich hier in das Haus hier nebenan. Den ich rein kann. Nee, da kommt man nicht rein. Da kommt man nicht rein. Ah, Ja, hier gegenüber. da oben in diese drei Häuschen kommt man auch nicht rein. Ja, das sind so diese typischen Häuser, die kennt man jetzt, ne? Wenn die Tür zu ist, dann Oh, kann man hier. nicht rein. Ein Schalldämpfer für Flinte habe ich schon. Na, Flintenschokey. Irgendwie habe ich Bock, das Riesenviech platt zu machen, was da rumläuft. Ich auch. Oh, hier ist ein Container. Und hier geht auch ein Steg drüber auf die Insel. Ich liebe Steaks. Nom, 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 nom. Hier im Container. Oh, da ist ein Dings, ein Bauplan. Haben wir ja schon Sammelgegenstand. ewig keinen mehr gefunden. Nö. Oh, Mist. Ich bin ins Wasser gesprungen. Ja, den kannst du hier, glaube ich, nicht mehr öffnen. Der ist abgesoffen. Nee. Aber hier muss irgendwo noch ein Sammelgegenstand sein. Es waren zwei. Wir haben bis jetzt nur eine gefunden. Wollen wir uns mit denen da oben anlegen? Suche gerade mal. Also ich wäre soweit. Inventar, Rucksack. Willst du ihn ablenken und ich schieß mit dem Raketenwerfer hinten auf ihn drauf? Warte doch mal. Pferdekassetten. Weil, ich suche Ja. da, wo die ganzen Karten immer, diese Zugangskarten gespeichert Ja. werden. Da wollte ich nämlich die mal alle rauswerfen, aber habe ich jetzt nicht gefunden auf die Schnelle. Die sammeln sich nirgendwo, die kann man nicht sehen, oder? Nee. Ich werfe jetzt eine Fackel, mal gucken, ob er dahin rennt. Ach nee, der steckt hier mitten im Wald. Der kommt nicht raus. Ich höre noch andere. Ein bisschen die Magnum ausprobieren. Warte, ich schmeiße eine Fackel, ja? Uff, wenn du meinst, das wird. Warte, ich gehe nur so nah dran, wie ich kann. Ich wollte eigentlich recht nah dran gehen und irgendwie was Explosives hinter ihm machen. Aber wir können auch deine Taktik verwenden. Oh, das sind zwei. Renn weg. Das sind zwei. Wo bist du? Ich bin hier. Ach so, ich bin auch Der eine hier. ist. Nee, ich bin. Links von dir, meinte ich. Lass nicht immer so zusammenhocken, immer aus zwei verschiedenen Richtungen. Wir sind doch in zwei verschiedenen Richtungen. Ja, weil ich sehe, du kommst mir hier auch. Ich weich denen aus, weil die mich halt abschießen. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ich dachte, du willst zu mir kommen. Nee, nee, ich muss den ausweichen, nur ich musste nur ein bisschen weiter weg da. Tot. Also ich bin tot. Oh.
So, was habe ich denn noch für euch? Mist, verdammter. Wir waren ein bisschen, glaube ich, schlecht vorbereitet für die Jungs hier. Was? Bisschen schlecht vorbereitet. Ja. Also ich zumindest. Den einen habe ich hier gleich soweit. Magnum-Geschosse bemerkt er gar nicht. Der eine ist gleich down. Ich bin schon wieder tot. Warum schießt deiner auf mich? Schießt auf mich. Wäre ja gut, wenn er auf dich schießen würde, dann könnte ich ihn von hinten holen. Von hinten holen, okay. Das stört ihn gar nicht mal, was ich hier mache. Immerhin bekommen wir so das Inventar leer. Auch die Bandagen. Ich glaube, meiner ist gefriest. So, was mache ich jetzt noch? Ich habe null Schuss. Soll ich ihn anspucken oder was? Ich versuche mal einmal runter drum hin herum zu gehen. Von hinten quasi. Ach nö, der kommt direkt auf mich zu. Also die Dinger spüren uns, ey. Lol, der läuft in der Richtung und schießt in die andere Richtung. Ja, schießt auf mich. Nein, der hat auf mich geschossen. Ich bin auch tot wieder. Ich bin auch tot. Und ich rutsche gerade im toten Zustand runter zu denen. Was ich als nicht praktisch betrachten würde, jetzt mal so unter uns gesagt. Den einen habe ich. Ich hab geschrien. Ich glaube, meiner braucht auch nicht mehr viel. So, ich komme jetzt zu denen da. Alter, what the fuck, Alter? Was war das denn? Ein EMP oder so. Ey, Mann. Schieß ihn von hinten ab, wenn du kannst. Sein Arsch brennt. Deine Waffe könnte auch ein Dödel sein, da wo die hängt. Schieß auf die kleine Kiste hinten am Arsch bei ihm. Die ist schon kaputt. Ach so, dann hat er nicht mehr lange. Ich kann leider immer nur einen Schuss abfeuern. Boah. Endlich. Und wehe, die haben nichts Gescheites dabei. Ja, der andere hat da nichts Besonderes dabei. Munition, die ich eh nicht benutzen kann. Ja, ich auch nicht, aber die nehme ich. So.
Ach, so viel Schuss umsonst. Gehen wir in dieses Lager. Hast du noch diese Munition von denen? Was? Die Munition von denen? Die, diese Raketenwerfer. Ich brauche diese Raketen. Ja, kannst du mir die geben? Ach so, die kann. Ach so, ja, warte. Weil. Ich kann die immer gebrauchen. Abgelegt. Jo, danke dir. Der andere da oben hat auch bestimmt noch welche. Der liegt hier oben. Na, wo ist er? Hier rum. Oder war es schon bei dem? Mm-mm. Und ich bin wieder live. Yay. Was wahrscheinlich schon eine riesige Steam-Stream-Community. Ja, und weiß es nicht mal. Nee, keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären. So, ich habe dir hier abgelegt, wo ich stehe. Ja. Mhm. Ups. Alles klar. Danke dir. Oh, das war ein Rauchgeschoss. Das brauche ich nicht. So, jetzt würde ich sagen, wir gehen zu 2, hm? Wo bist du? Ach, da. Wo ist die 2? Hier über den Berg drüber. Ah, okay, ja. Ich mach kurz meine Markierung weg. Und wir kommen dem Licht da oben immer näher. Ja, vielleicht müssen wir da hoch. Weil das, am Ende ist es doch ein brennendes Auto. Vielleicht kann man mittlerweile ein bisschen mehr erkennen. Aber ich würde sagen, den das großen gehen wir demnächst aus dem Weg, wenn wir da nicht unbedingt hin müssen, oder? Mhm. Weil die schlucken so viel Munition. Ja, und looten ganz wenig. Ja. Hey, da ist eine Seilbahn, die runtergeht, ne? Ja, eine Seilbahn, da schwebt auch irgendwas drüber. Also ich kann das noch nicht komplett erkennen. Ich auch nicht, aber irgendwie Seilbahn sieht so zumindest so aus. Oder es ist ein Funkturm da oben. Es sieht mehr nach einem Funkturm aus. Boah, ich kann es nicht sagen. Eine Relaisantenne irgendwo gefunden. Oh, da unten ist eine Relaisantenne. Wollen wir schnell darüber? Wo, hier runter oder was? Mhm, die ist bei der 1. Wenn du noch genug Munition hast dafür. Ja. Also bei mir ist es, glaube ich, kein Problem. Ich habe noch genug. Ich kann nur noch mit der Pistole ein bisschen was machen. Ja, dann. Ja, weiß nicht. Mal gucken. Ich gehe einfach mal rein. Oder hast du noch die Scharfschütze-Munition? Weil das sind ja schon ein paar. Wenn man mir ein bisschen Zeit gibt, kann ich auch mal gucken, ob ich. Mach das, aber ich höre dich gerade echt schlecht. Ja, ich habe auch meinen Kopf vom Mikro weggehabt. Ach so. Ja, guck mal. Und ich bereite mich schon mal vor auf Schießen. Weil ich habe auch mein Scharfschützengewehr jetzt erstmal in der Hand. Oh, da sind 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, bis jetzt kann ich 12, 10, 12, 13, 14. Also zwei von denen sind große. Okay. Also mittlere. Hm. Das wird toll. Hey, da ist irgendwo eine Plattform, ne? So, da oben. Links, was so in der Luft schwebt ein bisschen. Kann gerade nicht. Bin hier am Dinge tun. Ja. Ich habe echt keine Munition dabei, die irgendwie auf irgendeine Waffe passt bei mir. Was brauchst du denn? Irgendwas? Für mein Scharfschützengewehr am besten, ne? Zum Beispiel? Was nimmt er denn bei dir? Wo kann ich 270, ne? Welches Gewehr hast denn du? Die halbautomatische Sirkwist Stufe 4. Das ist mein Scharfschützengewehr für ein längeres. Okay, die habe ich gar nicht. Hm.
Ah, dann probieren wir es eben so. Ja, aber kann schwierig werden. Pass auf, geh nicht zu weit nach vorne. Direkt vor uns sind zwei große. Dann würde ich sagen, wir lassen das erstmal. Oh, die haben uns gesehen. Lass uns da erstmal weggehen. Vielleicht kriegen wir bei der 2. Ist ja auf der Karte markiert, dann können wir nochmal hier hin. Ja. Aber die rennen uns hinterher. Unten ist eine Kirche rechts. Ja, Relay-Antennensignal ist ja eine Markierung, okay. So. Oh, die Folge ist auch wieder zu Ende. Ja. Wir laufen jetzt aber das noch zu nur, zwei. Genau, da unten am Dorf. Dann können wir nochmal schauen. Landgut Engsnäs. Hier gibt es eine Waffe und einen Gegner anscheinend. Das hört sich an, als wäre der da drinne. Der ist auch da drinne. Alter Falter. Oh. Ah, Barcode für Bunker Minken, ey. Bei mir hat er gar nichts. So, dann beenden wir das hier. Ja, hier sind wir noch geschützt und wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja. Es war heute wunderschön. Heute? Nur heute ist immer wunderschön mit uns. Ja, ich weiß. Wenn du das nicht kennst, merkt man, dass du noch sehr jung bist. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.